Hallo alle miteinander. Das Thema ist heute über die Impfungen. Ich habe gelesen vor kurzem, dass unsere Regierung die Masernimpfungen verpflichtend einführen wollen oder prüfen gerade, wie sie das hinkriegen können. Weil so einfach rechtlich ist das nicht. Letztendlich, eine Impfung ist eine Körperverletzung, wobei man den gesunden Menschen giftige Substanzien injiziert, die den Menschen schädigen können, ja, und oft auch schädigen, was von der Pharmaindustrie natürlich hartnäckig geleugnet wird. Aber okay, gut, wie komme ich eigentlich auf das Thema? Wie komme ich da drauf, Impfkritiker zu sein oder Impfgegner oder irgendwie sowas Böses? Auf jeden Fall, ich hatte mal bei der Arbeit eine Grippeimpfung bekommen, ganz normale Grippeimpfung, und damals habe ich mich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ja, halt gegen die Grippe. Ja, das Problem war, dass ich danach ziemlich lange Zeit ständig krank war. Ja, ich fühlte mich schlecht, fühlte mich schwach, war ständig erkältet. Dann bekam ich auch noch Schmerzen in den Gelenken überall. In den Ellbogen vor allem und Bläschen auf den Handflächen. So kleine Bläschen und auf den Fußflächen unten, die dann aufplatzten, und dann hatte ich so kleine Wunden und die ganze Haut so ging auf der Handfläche ab teilweise. Sah schon nicht schön aus, ja, und das war schon sehr komisch. Und dann noch diese Schmerzen in den Gelenken. Also, ich war überfragt, wo das alles herkommt, und das Einzige, was mir da einfiel, war diese Grippeimpfung, ja, nachdem mir das so lange Zeit schlecht ging. Ja. Und so habe ich dann angefangen, so sich darüber Gedanken zu machen, ein bisschen die Leute rumzufragen, ja, habt ihr auch sowas erlebt? Dann hat sich herausgestellt, dass mein Kollege, Arbeitskollege, einen behinderten Sohn hat, der hundertprozentig behindert ist, autistisch. Also, und bis 2 Jahren aber hat er sich völlig normal entwickelt. Der konnte schon reden, war ein lebendiges, normales Kind. Dann hat er Impfungen bekommen, oder eine Impfung, weiß ich nicht, ob das jetzt mehrere auf einmal waren, oder eine, wahrscheinlich mehrere, die er dann schlecht vertragen hat. Er hatte Fieber danach, ja, war krank eine Weile. Danach hörte er auf zu reden, benahm sich seltsam. Ja, er war nicht mehr so lebendig, er konnte stundenlang sitzen und ein Spielzeug angucken. Einfach stundenlang saß er da. Und dann ging er, mein Arbeitskollege mit seinem Sohn, zum Arzt. Und der Arzt, in Italien war das, er ist ein Italiener, so, und der ging da in Italien zum Arzt mit ihm. Und der Arzt, als er ihn gesehen hat, hat sofort gesagt, du weißt doch, dass dein Sohn autistisch ist. Er sagte, nein, das sehe ich an den Augen. Ja. Der Arzt hat also schon so viele Kinder davon gesehen, dass er das sofort schon wusste, ja, weil das ist kein Einzelfall. Ja. So, und seitdem ist sein Sohn hundertprozentig behindert. Er ist jetzt erwachsen, man kann ihn nicht kontrollieren, er macht alles kaputt. Also, sein Leben ist vollkommen zerstört. Es ist besser, manchmal zu sterben, als so weiterzuleben, wie die Menschen dann leben müssen. Es ist einfach schrecklich. Die Eltern können ihn nicht kontrollieren, die Eltern sind am Boden zerstört. Ja, sie nehmen ab und zu mal nach Hause, dann macht er alles kaputt. Ja, der muss in so einem speziellen Heim leben. Also das ist unsägliches Leid, ist durch diese Impfung auf die Familie gekommen. Und das ist kein Einzelfall. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, recherchiert, im Internet gesucht.
Ich habe eine Menge Informationen darüber gefunden, die die Ärzteschaft und die Pharmaindustrie leugnen, was das Zeug hält. Das Problem ist auch, dass auch die Medien und die Politik da mitmacht, zusammen mit der Pharmaindustrie. Also, ich weiß nicht genau, wie da die Verbindungen laufen. Auf jeden Fall, die sind, arbeiten zusammen. Ja? Die hetzen gegen die Impfkritiker, gegen die Leute, die ihre Kinder verloren haben, deren Kinder behindert sind. Und die tun alles, um die Wissenschaftler mundtot zu machen, die die Probleme der Impfungen aufdecken. Oder die Ärzte, ja, Kinderärzte und so weiter. Die werden dann aus ihren Praxisen geschmissen und dann irgendwie mit Dreck beworfen und ihnen wird die Lizenz entzogen und so weiter. In den USA ist es besonders ganz schlimm, ich weiß nicht, wie in Deutschland. Auf jeden Fall, die Fälle, die ich kenne, die kommen aus den USA. Ja, und dann habe ich so ein bisschen, ja, auch bei dem Bekanntenkreis habe ich ein bisschen nachgefragt. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass da auch solche Fälle waren, dass ein Kind 3 Tage nach der Impfung gestorben war, bei den einen. Und bei den anderen, die mir das erzählt haben, war das Kind ein halbes Jahr krank danach und dann ist es gestorben. Also es ist nicht nur Autismus, es sind auch Todesfälle. Das nennt man plötzliche Kindstod danach. Ja, da sind einige Sachen, die ich herausgefunden habe. Da sind hier seine Ärztin, zum Beispiel in diesem Film. Könnt ihr da was sehen, hoffe ich. Ja, da berichtet die Ärztin, dass sie viele Todesfälle erlebt hat. Oder viele, und auch Nierenversagen nach den Impfungen. Grippeimpfung. Bei denen war so üblich im Krankenhaus, dass die Leute, die ankamen, erstmal eine Grippeimpfung bekommen haben. Und kurze Zeit später bekamen die Nierenversagen. Immer wieder. So, dass diese Ärztin dann letztendlich gesagt hat, können wir da diese Impfung nicht auf den letzten Tag verschieben, nicht gleich am ersten machen? Naja, auf jeden Fall wurde sie dann rausgeschmissen und so. Auf jeden Fall, da sind eine Menge Sachen, die Impfungen auslösen können. Nierenversagen, allgemeine neurologische Störungen, was war da noch? Autoimmunerkrankungen, Allergien, ja, plötzlicher Kindstod, was war da noch? Also da sind eine Menge Sachen, die dann passieren können. So, ich zeige euch mal ein paar Sachen, die euch unbedingt besorgen solltet, bevor ihr eure Kinder impft. Ja? Zum Beispiel das hier. Diese Videos. Made Epidemic. Die verschwiegene Wahrheit. Ja, Autismus verbreitet sich wie eine Epidemie heutzutage. Und in diesem Film wird das alles schön aufgezeigt. Ja, wie viele da Kinder wirklich erkranken. Das wird aber, wie gesagt, total geleugnet. Das wird nicht anerkannt, dass es von den Impfungen kommt, obwohl die Symptome sofort nach der Impfung eintreten. Ja? Zum Beispiel das hier, wir impfen nicht. Das hier ist über die Impfungen von Nutztieren, die auch sehr schlimm sind und auch die Bauern ruinieren. Ja, the greater good zum Wohle aller. Sowas hier. Ihr müsst euch das unbedingt reinziehen. Das ist dermaßen heftig, was dann man mit uns macht, wie man uns belügt. Die Impfungen werden dargestellt als die größte Errungenschaft in der Medizin und so weiter. Das wird so dargestellt, als wäre das alles die Verbesserung
letzten Jahrhunderts an Impfungen zurückzuführen. Aber es gibt auch andere Faktoren, wie zum Beispiel bessere Hygiene, die wir jetzt haben, ja, trockene Wohnungen mit viel Licht, mit fließendem Wasser, mit Kanalisation, gute Ernährung hat auch sehr großen Einfluss darauf, wie anfällig wir werden für die Krankheiten. Und die Verbreitung der Infektionskrankheiten ging schon lange vor den Impfungen zurück. Ja, und außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass die Impfungen wirken. Oft ist das, in den USA sind ja auch Gebiete, wo komplett alles durchgeimpft ist, 98% oder so, und da treten trotzdem Masernepidemien auf. Und viele Erkrankte sind geimpft, ja, und vertragen das nie so gut. Außerdem, durch die Impfung verlagert man die Krankheit in den späteren Alter. Also wenn man das als Kind bekommt, die Masern, kann man das ziemlich gut vertragen. Und man bekommt Immunität für das ganze Leben. Auch die Mütter, die Masern gehabt haben, sind immun und übertragen ihre Immunität auf das Kind. So dass das Kind im ersten Jahr immun ist, wo es noch schwach ist, wo das Immunsystem noch schwach ist, ist es von der Mutter aus geschützt sozusagen. Durch das Immunsystem der Mutter wird das Kind noch geschützt. Und so kann es nicht erkranken im ersten Lebensjahr, wenn die Mutter eine echte Immunität hat. Also Masern gehabt hatte. Wenn die Mutter aber geimpft wurde, überträgt sich die Immunität nicht auf das Kind. Und oft macht man nur eine Impfung als Kind und dann später macht man keine Impfung nach. Und so erkrankt man dann später als Erwachsener, was dann viel schlimmer sein kann. Bei Mumps zum Beispiel und so weiter. Es sind die Krankheiten, die früher normale Kinderkrankheiten waren, werden heute so dämonisiert. Oh, da sterben Kinder hier und da. Aber dass die Kinder von den Impfungen sterben, das wird vollkommen ignoriert. Ja, das, was wieder Schäden entstehen können, was für Probleme die Kinder dann haben und die Eltern, wie das ganze Leben, eine Familie zerstört wird, das sagen die nicht. Ja, das leugnen sie. Das wirklich, die leugnen das hartnäckig. Ja, und jetzt wollen sie das noch als Pflicht einführen, dass wir dieses Gift unseren Kindern spritzen lassen sollen. Ja, was haltet ihr davon? Würde mich mal interessieren. Okay, ich lese hier ein bisschen, was hier hinten steht. Made-Epidemic, die verschwiegene Wahrheit. In den letzten 30 Jahren ist der Anteil von Menschen mit Autismus weltweit dramatisch gestiegen. Was sind die Ursachen für diese beunruhigende Entwicklung? In ihrem neuen Film Made-Epidemic, die verschwiegene Wahrheit, macht Filmemacherin Natalie Bear, selbst Mutter eines 2-jährigen Sohnes, sich auf die Suche nach Antworten. Sie spricht mit betroffenen Eltern und befragt Experten in ganz Europa und will wissen, ob Impfungen und andere Umweltfaktoren die Ursachen von Autismus sein können. In Bears Film kommen Ärzte, Wissenschaftler und Pharmakonzerne gleichermaßen zu Wort. Von der Debatte über MMR-Impfung, über toxische Zusammenstoffe in Impfungen bis hin zu Ernährungsfragen legen sie ihre Sicht der Dinge dar. Also was interessant ist, dass hier auch gezeigt wird, wie man Autismus-Symptome lindern kann, einfach durch die Umstellung der Ernährung. Also die Leute, die Autisten, vertragen nicht Gluten und also Milchprodukte. Und dadurch haben sie Probleme. Und wenn man das komplett aus der Ernährung ausschließt, geht es ihnen auf einmal besser und die können reden und so weiter. Das ist unglaublich. Also diese Informationen muss man einfach wissen. Dieser Film hier, das ist... Hier. Könnt ihr so viel sehen, was? Okay, was steht hier? Wir impfen nicht. Impfungen gelten als das Beste, was die moderne Medizin zu bieten hat. Doch immer mehr Indizien und Beweise zeigen,
an der Schutzwirkung besteht Zweifel. Und die Gefahren, vor denen Impfungen schützen sollen, stehen in keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen. Besonders dramatisch ist das bei Kindern. In Deutschland wuchs die Anzahl der Impfdosen im ersten Lebensjahr seit 1972 von 1 auf 34. Parallel dazu explodierte die Anzahl chronischer Erkrankungen bei Kindern. Rheuma, Krebs, vor allem aber Allergien, Infektionsanfälligkeit. Ja, genau. Das Immunsystem wird so überlastet bei den Kindern, dass die unglaublich viele Krankheiten bekommen. Also die werden immer wieder krank, die sind ständig beim Arzt. Es hängt natürlich davon ab, ja, wie bei einem oder bei anderen das sich auswirkt. Bei manchen schlimmer, bei anderen weniger. Wir impfen unsere Kinder nicht und wir sind sehr selten beim Arzt. Also noch interessant, mein Cousin züchtet Tauben, ja? Und der hat dann irgendwann mal rausgefunden, hat er die früher immer geimpft, und irgendwann mal hat er rausgefunden, dass die dann letztendlich nach ein paar Generationen einfach nicht mehr lebensfähig sind, ihr Immunsystem so geschwächt, dass sie dann an jedem Schnupfen sterben. Letztendlich hat er dann beschlossen, die nicht mehr zu impfen, ganz einfach, damit nur die wirklich gesunden, starken überleben, weil man ist so abhängig von diesen Impfungen nachher, ist unglaublich. So, okay, Allergien, Infektionsanfälligkeit und Verhaltensauffälligkeit wie ADHS. Ursachen sind die Zusatzstoffe in den Impfungen, vor allem die aluminiumhaltigen Wirkverstärker. Umgerechnet aufs Körpergewicht enthält eine Säuglingsimpfung das 23-fache an Aluminium wie ein Impfstoff für Erwachsene. Der Film zeigt, dass von der Zulassung der Impfstoffe bis hin zum Umgang mit den Nebenwirkungen massiv getrickst wird. Wichtig für die Erhaltung der Gesundheit ist kein vollgestempelter Impfpass, sondern sauberes Wasser, gesundes Essen und ein von Giften unbelasteter Organismus. Immer mehr Menschen sagen deshalb, wir impfen nicht. So. Ja, die Pharmaindustrie will Kohle verdienen. Ja, und dabei geht sie gerne über Leichen. Auch wenn das Kinder sind. Ja, an sich ist die Medizin schon eine gute Sache. Ja, Unfallchirurgie zum Beispiel und so weiter. Es gibt schon sehr tolle Sachen dabei. Oder Antibiotika. Allerdings, wenn man die Medizin kommerziell nutzt, sozusagen als ein Geschäft, um mehr Geld zu verdienen, kann die Medizin richtig gefährlich werden. Ja. Wenn man die Menschen krank halten will, damit sie mehr Medikamente brauchen, mehr behandelt werden müssen, dann ist das ein großes Problem. Ein sehr großes Problem. Das ist also diese. Und okay. Heute Rinder, morgen Kinder. Also das ist auch über das Impfen der Tiere. Was auch heftig ist. Am Ende der Doku-Satire H5N1 antwortet nicht, textete Michael Leitner. Aber auf eines können sie Tamuflu oder besser ein preiswerteres Gift nehmen. Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Das ist so sicher wie das Klingeln in den Kassen der Pharmakonzerne. Genau. Zuerst Angst machen und dann, ja, es gibt nicht genug Impfungen für alle. Schnell, schnell rennt hin und lasst euch impfen. Ja, wie mit Gardasil oder so ein Scheiß, echt. Die Mädchen krepieren dann oder quälen sich ab. Okay, akut sind es gleich zwei Seuchen, mit denen die Welt von den Pharmakonzernen verängstigt wird. Einerseits serviert die WHO die hausgemachte Schweinegrippe, ja, das ist schon ein älteres Video. Andererseits gibt es die Blauzungen, Zwangsimpfung bei Nutztieren, über deren Milch oder Fleisch dann unser natürlicher
Bedarf an Quecksilber und Aluminium sowie an Tensiden und Emulsionen, die unsere Zellwände perforieren, gleich doppelt gedeckt ist. Jo, unser Bedarf an Quecksilber und Aluminium. Selten hat eine Impfung die Bauern so nachhaltig geschädigt und so viele Opfer gefordert wie die Impfung gegen das Blauzungenvirus, BTV8. Der Grund dafür sind neue Verstärkerstoffe, die sämtliche Ebenen des Immunsystems noch gründlicher terrorisieren als die alten Giftmischungen. Was bei der Impfung gegen Schweinegrippe zu erwarten ist, kann man an der BTV-8-Impfung sehen. Eine nicht existente Seuche führt zu Massenimpfungen und so zu mehr Fehlgeburten, neuen und bisher seltenen Immundefekten. Auch Probleme bei Stillen sind zu erwarten. Aus Patenten, offiziellen Dokumenten und diversen Studien geht hervor, dass die Impfindustrie dank willfähiger Helfer ganz oben im öffentlichen Dienst, ja, Politiker und Medien, inzwischen jedes Maß beim Inkaufnehmen von Nebenwirkungen und jeden Kontakt zu Resten des gesunden Menschenverstands endgültig verloren hat. Ja, zieht euch mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, zum Wohle aller. The Greater Good. Ein preisgekrönter Dokumentarfilm über die Frage, wie sicher sich Eltern in ihrer Impfentscheidung sein können. Er begleitet drei Familien mit schwer erkrankten Kindern, die vor ihren Impfungen noch völlig gesund waren. Die Zahl der Kinder mit neurologischen Auffälligkeiten hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Impfungen vervielfacht. Gibt es einen Zusammenhang? Die Experten verneinen dies. Experten verneinen die Käufliche heute echt. Unglaublich, dass man... Okay. Doch warum ist es dann nötig, die Hersteller von der Haftung zu befreien und Familien, deren Kinder möglicherweise durch Impfungen geschädigt wurden, die Beweislast aufzuerlegen? Also die Pharmaindustrie hat sich befreien lassen von Haftung, ja, von der Haftung. Also die zahlen dir gar nichts. Wenn du jetzt vollbehindert bist und so weiter, zahlen sie nichts. Das muss der Staat übernehmen. Oder in den USA gibt es eine extra Versicherung für, die man selber dann bezahlen muss. Spezielle Impfsteuer oder irgendwie so. Zum Wohle aller ist ein Film, der neben den drei betroffenen Familien beide Seiten völlig gleichberechtigt zu Wort kommen lässt, sowie die Vertreter einer offensiven Durchimpfungspolitik, als auch Skeptiker. So eröffnet The Greater Good zum Wohle aller den Zuschauern die Möglichkeit, sich einen eigenen Einblick über den Stand der Diskussion zu verschaffen. Für die Befürworter sprechen diese ganzen Doktoren, hier werde ich jetzt nicht lesen. Ihr könnt auch solche Filme auch bei YouTube, glaube ich, noch angucken. Ja, ist eine günstigere Möglichkeit. Aber diese Filme will ich euch auf jeden Fall schon mal empfehlen. Endlich Fakten, die die Impfmafia nicht länger unterdrücken kann. Die meisten von uns halten Impfungen für eine wirksame und ungefährliche Vorsorgemaßnahme. Dass genau das Gegenteil der Fall ist, belegt Dr. Susanne Humphries auf dieser Vortrag-DVD. Ihre jahrelangen Recherchen zeigen, die Wirkung millionenfach eingesetzter Impfstoffe ist nicht bewiesen. Ja, es gibt so viele Viren, die grippeähnliche Symptome auslösen. Ja, wenn du dich gegen einen davon impfst, bedeutet das noch lange nicht, dass du nicht krank werden kannst. Oder sogar wirst du dadurch geschwächt und bekommst dann andere, oder es reicht schon, die Impfung selbst, um dich krank zu machen. Dagegen sind Impfungen in unzähligen Fällen für Krankheiten und Tod von Menschen verantwortlich.
unzähligen Fällen. Also allein, was diese Ärztin in ihrem Krankenhaus erlebt hat, müsste schon ausreichen, um die Impfung komplett zu verbieten. Dr. Humphries stieß als Nierenspezialistin eine Klinik auf das Problem. Dort erkrankten und starben Patienten kurz nach der Einlieferung. Die Ärztin fand heraus, diese Menschen waren am Tag der Ankunft geimpft worden und hatten dadurch Nierenschäden erlitten. Als sie die Verantwortlichen der Kritik darauf ansprach, wiegelten diese ab. Die Impfungen wurden fortgesetzt. Tja, anscheinend verdiente das Krankenhaus an diesen ganzen Dialysen und Behandlungen Haufen Geld. Ja. Deswegen führte man die Impfungen ein. Und dadurch konnten die Patienten viel länger im Krankenhaus bleiben und viel mehr behandelt werden. Das ist dermaßen gewissenslos. Das müssen moralische Missgeburten sein, die sowas dann in die Wege leiten und dann daran Geld verdienen. Das ist einfach unglaublich. Dr. Humphries kündigte daher ihre Stelle und begann sich mit dem Thema, begann sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Daher stellte sie Erschreckendes fest. Immer wieder versuchten mutige Forscher und Ärzte auf Wirkungslosigkeit und Risiken der Impfungen aufmerksam zu machen. Die Mediziner legten Fakten und Beweise vor. Das beängstigende die Studien, die Dr. Humphries auf dieser DVD präsentiert, wurden weitgehend unterdrückt, logisch. Ihre Verfasser gemobbt, kein Wunder. Impfungen sind ein Milliardengeschäft, von ihnen profitieren Pharmakonzerne, die Unsummen verdienen, und Ärzte, die mit viel Geld auf Linie gebracht werden. Zu den Profiteuren gehören Gesundheitsbehörden und Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation WHO. Angesichts dieser Interessen ist es wenig erstaunlich, dass die Profiteure Impfgegner systematisch bekämpfen. Forscher werden mit perfiden Methoden zum Schweigen gebracht. Kritische Ärzte diffamiert man als Quacksalber oder psychisch Kranke. Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, werden oft wie Verbrecher behandelt. Erfahren Sie von Dr. Humphries auf dieser DVD alle Details. Ja, sie erzählt hier auch, auf welche Weise die Nieren geschädigt wurden. Und so weiter. So, unter diesen Umständen darf es einfach zu keiner Impfpflicht kommen. Es müsste eigentlich jeder aufgeklärt werden. Ja. Jedem das alles gezeigt werden, damit er weiß, was er seinen Kindern da antut. Es kann gut gehen, ja. Manche Kinder vertragen die Impfungen einigermaßen normal. Die anderen können diese Quecksilber und andere Giftstoffe nicht ausscheiden. Durch die Haare zum Beispiel. Manche Kinder können Quecksilber nicht durch die Haare ausscheiden. Es ist so auch, dass das in Impfungen Aluminium, Quecksilber und andere Stoffe, die haben jetzt neue Verstärker sogenannten entwickelt, die auch ziemlich gefährlich sind. Und die sind so alle entwickelt, dass sie im Körper bleiben sollen. Die sollen nicht ausgeschieden werden. Die Wirkung soll ja lange halten. Und daher bleibt dieser Quecksilber, Aluminium und andere Stoffe im Körper und schädigen nachhaltig. Ja, und so, dass die Probleme später kommen können. Wenn du dann zum Beispiel zusätzlich dazu noch Amalgam bekommst oder irgendwie auf andere Weise irgendwie noch Giftstoffe zu sich nimmst, dann kann es zu viel werden für den Körper. Ja, wenn die Kinder dann noch zu wenige Vitamine haben und zu viele Süßigkeiten und sich schlecht bewegen, zu wenig bewegen, dann kann sich das Ganze summieren und letztendlich zu Problemen führen. Also man sollte so wenig Giftstoffe den Kindern verabreichen wie nur möglich. Ja, so viele Vitamine und Bewegung wie möglich sollen die bekommen. So, okay, bis zum nächsten Mal.